Wir sind hier im Technikum des Pilotanlagenzentrums der Fraunhofer Institute für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen sowie dem Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung. Wir beschäftigen uns hier mit dem polymerbasierten Leichtbau. Was wir hier machen, ist im Grunde genommen in der Anwendung Automobilbau Autos leichter. Die Idee ist für die Anwendung Großserie, also 100-mal, 200-mal, 500-mal, 1000-mal am Tag das Gleiche zu machen mit der zukunftsweisenden Technologie unter den neuen modernen Gesichtspunkten Industrie 4.0 hier mithalten zu können. Das Produkt, was wir hier am Ende entwickeln, ist ein Hybrid-Spritzgussbauteil, Endlosfaserverstärkt in Kombination mit kurzfaserverstärkten Materialien. Wir wollen an bestimmten Punkten im Bauteil nur dort, wo es benötigt wird, das Bauteil auch verstärken. Das Ganze, warum wir das so im Prinzip verfolgen, ist der Hintergrund, dass wir hier in den Leichtbau reingehen möchten. Und es ist durchaus so, dass in bestimmten Bauteilen nur bestimmte Bereiche auch stark belastet werden, zum Beispiel hinsichtlich Crash. Am Ende ist es so, dass wir hier, das ist unsere Vision, tatsächlich in Metallersatz gehen wollen. Man kommt hier durchaus in Bereiche, dass man sagen kann, vielleicht 20-30% Gewichtseinsparung sind hier noch möglich. Das ist das, wo wir im Prinzip hin wollen. Was wir hier machen, ist uns mit neuen Technologien beschäftigen, um zukunftsfähig zu werden auf dem Forschungs- und Entwicklungsbereich, auf dem F&E-Bereich und im Technologietransfer die hier angesiedelten Unternehmen zu unterstützen, zukunftsfähig zu werden.